Willkommen zurück zu Half-Life. Wir machen aber auch mal direkt weiter hier im Black Mesa, ne? Muss ich zusammenschieben, glaube ich. So. Und den hier auch noch mal. So, sehr schön. Geh weg. Hey. Mann. Gut, der ist weg. Der ist hinüber. Ich bleib hier und bewache das Gebiet. Stimmt. Unsere Chancen stehen besser. Ja, egal, können wir auch einfach weiter. Okay, wir leben vielleicht ein bisschen länger, wenn wir zusammenarbeiten. Eben, meine Gerede. Nee, brauche ich nicht so rein. Was macht ihr denn da? Na gut. Lass mich durch, Meister. Genau. Mist, Mist, Mist. Hab einen erwischt. Den kleinen Kostüm machen, Meister. Hier Munition. Das Spiel spielt also im Dezember hier. Ich weiß nicht, ob wir weitergehen sollten. Natürlich sollten wir. Das ist bestimmt gut in meiner Trophäensammlung. So, weiter. Oh, oh, oh. Stirb, du Blutsauger. Hast du das Ding mit dem fehlenden Bein gesehen? Jo. Ich habe gerade eine Nachricht auf einem gesicherten Kanal abgehört. Machen Sie sich nicht lächerlich. Mit meinem Gehirn und Ihren Muskeln werden wir ein exzellentes Team abgeben. Na, no, das war's in dem. Komm mit, Meister. Oh. Na gut, sind wir wohl doch alleine. Ah doch, hier ist wieder einer. Ey, was zum Teufel machst du hier unten? Verschwinde nach oben. Ich hab gehört, dass Soldaten uns retten kommen. Könnte jetzt echt ein kühles Nix wie raus hier. Ja, nicht so raus hier. Ich kann auch ein kühles gebrauchen. Na gut. Hey, hey, hey. Mensch.
Das machen wir lieber hier mit. So, schön Heilung. Da, der Griff. Hey. Ja, hallo. Naja, gut. Hier komm ich hoch. Ach, hier geht's weiter. Gut. Ein bisschen Beleuchtung. Hey, hey, hey. Stimmt doch gar nicht, 38 haben wir. Na gut. Nein. Hier geht's nicht lang, also hier lang. Gut. Sehr schön. Ach, hier waren wir doch gerade. Glaub lieber nicht an Wunder und Hilfe von außen. Und verzieh dich lieber nach oben. Alles klar. Die Aufzüge funktionieren nicht. Mhm. Wir können immer noch klettern. Jo. So, oh. Dann kann ich da reingehen, mir das Zeug hier alles holen und wieder raus. Hier vielleicht noch? Okay, raus da. Geh. Ich glaube, wir speichern mal lieber. Safe. Und springen hier. Dann bleibst du halt hier, ne? Was war das? Ach, hier rein bestimmt. Oder? Ja. Wir sitzen in der Falle.
So. Ja, jetzt renne ich nicht mehr zurück. Hallo. Hä? Ach so, okay. Gut. Geh nur mal vor, Meister. Gut. Ach, ich dachte, da wäre was für mich drin, was ich so granatenmäßig. Na gut, weiß ich Bescheid. Oh. Neues Magazin. Noch um. Schnell aufladen hier, die Leben. Ja gut. Lass mich rein da. Ich hab da eine Waffe gesehen. Was schnell schießen ist, glaube ich. Na gut, weiter. Nein. Ah, dieser Vollidiot. Na gut. Hey! Na komm, ich will rauf da. Sehr schön. Rutsch ich hier. Mist, Mist, Mist. Ach, hab ich schon. So. Okay, weiter. Sind immer noch Roboter, die einfach verschwinden. Ja, damit sollte es mehr wissenschaftliche Mitarbeiter haben sich zwecks Verhör sofort an der Oberfläche einzufinden. Zwecks Verhör. Und zack, Erschießungskommando, ne? Wenn man die Wand gestellt. Ich werde hier bleiben und auf meine Kollegen warten. Na gut, mach mal.
Nein, nein, nein. So, sehr schön, beides. Gut. Gehen wir mal hier lang schauen. Nee. Hey! Mann! Das war's wohl. Gehen wir hier lang. Na gut. Können wir doch anders lang. Ach, wir haben hier zwei verschiedene. Ach nee, das sind da jetzt die. Mann! Ups. Gut. Schauen Sie sich das bloß mal an. Jo. Deswegen schießen die ja. Ist ja auch dumm, dass die für extra für Deutschland diese Roboter gemacht haben, ne? Mist. Na, immerhin hier. Ach, hier sind wir. Okay. Könnte schwierig werden mit 30 Leben. Okay, so machen wir es. Mist, Mist, Mist. Und keine Granaten mehr. Ja, blöd jetzt gelaufen, ne? Für mich. Oder von oben. Was ist los hier? Oder von oben halt schon. Was?
verarschen oder was? Durch, oder? So, da ziehen wir uns auch rein. Hey! Blöd. Schauen wir uns das mal um hier. Ah ja. So, wir speichern auch mal schnell. Hey. Hey, hey, hey. Gut. Ups. Ja, gut. Haben wir getroffen. So, mein Mikro war gerade aus. Erst mal mitbekommen, ich bin gerade ersprochen, ne?
Das war ja jetzt nur für nicht mal eine Minute aus. Und da unten habe ich gerade festgestellt, dass das war, wo wir ja schon waren. Hier, ne? Ja, genau. Da waren wir auf der anderen Seite. Okay, das können wir nicht machen, weil sonst wären wir ja wieder da, wo wir vorhin schon waren. Müssen wir wohl oder übel hier lang? Oh, oh, oh. So, kann ich hier kaputt machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Mist! Und sind wir wieder hier. So, holen wir uns hier nochmal Leben. Das auch noch. So, ach, da fällt mir gerade ein. Einen Moment. Schauen wir mal ganz kurz, wie lang das so ist. Willkommen zurück zu okay. Half-Life. Gut, 24 Minuten, das hat jetzt einfach eine Folge drin, scheiß drauf. Dann muss ich hier zurücklangen. Geh weg! Scheiß auf die Schrotmuni. Wir haben eh genug. Na, na. Mann! Okay, nochmal durch. So, Leben. Da ging es nicht weiter. Mal schauen, wo es hier lang geht. Hier waren wir kurz noch gar nicht, ne? Habe Zeltwissenschaftler Einheiten eliminiert. Keine Gegenwehr verzeichnet. Militär und dann sind es nur Roboter, ne? Okay. Bevor wir jetzt hier rausgehen, speichere ich aber. So. Ist anscheinend falsch. Dann müssen wir wohl doch den Weg hier nehmen. So. Hey. Nee. Oder doch diesen Weg hier. Aber da ringst du auch nicht weiter, ne? So, weg sind sie.
Okay, wo geht's jetzt weiter? Oder bin ich jetzt doof und verwirrt? Hier rechts vielleicht noch mal? Hier links war ja der Raum, wo wir schon waren. Hier geht's auch nicht weiter. Hier kommen wir auch nicht weiter. Hä? Und wenn wir zurückgehen, kommen wir auch nicht. Gut. Bin ich jetzt verwirrt oder was? Nee. Ah, oh, ups. Da könnte es weiter reden. Ups. Ah ja. Sehr schön. Geht auch nicht weiter. Hä? Na gut, ja, hier war ich ja auch schon. Ups. Wie blind bist du? Antwort: Ja. Hallo? Dann ist auch Scheiß auf die andere Schrotmuni. Erstmal hier schauen. Okay. Wahrscheinlich können wir das kaputt schlagen, aber dann fahren wir runter, dann schauen wir erstmal noch den anderen Gang an. Ja. Unter Abriegelung verstehen die lediglich alle Umzugrennen, die mit dem Projekt etwas zu tun haben. Genau. Um Schutz anzuurteilen, würde ich mal sagen, dass sie mit dem Unfall etwas zu tun haben. Habe ich recht? Hören Sie. Jo. Wenn hier überhaupt jemand dieser Katastrophe ein Ende bereiten kann, dann ist es das Wissenschaftlerteam im Lambda-Komplex. Der Komplex liegt am anderen Ende der Basis. Allerdings ist das Transitsystem ausgefallen. Ich weiß daher nicht, wie sie da hinkommen. Aber irgendwo soll hier noch ein altes Schienensystem existieren, das nicht mehr in Benutzung ist. Irgendwo hinter dem Silo-Komplex. Wenn sie es schaffen, durch das Raketentestlabor zu kommen, könnten sie vielleicht durch die alten Tunnels schleichen und jemanden vom Lambda-Team auftreiben. Falls da überhaupt noch jemand am Leben ist. Den Leuten da können sie vertrauen. Sie können uns allen vertrauen. Viel Glück. Also, dann los. Gut, da kommt jetzt mit. Ach, das war doch hier, wo der vorhin reingezogen wurde. Silo öffnen. Das war's doch. Meister, kommst du mit? Gehen Sie vor. Ich bleibe hier. Ja, also dann los.
mit rum. Oh doch. Na gut, der fährt wohl wieder hier. Sie müssen mich hier lassen. Wo du dich nicht gucken kannst, oder was? Hey! Gut. Na komm. Hier, altes Schienensystem. Schön Vollgas. Oh, oh, oh. Nein, nicht doch. Nein! Mein Zug! Das war's wohl, mein Zug. Hallo, warum komm ich hier nicht hoch? So, jetzt. So, hier lang. Gut. Hi. Dumme Echse. Wieder hoch. Kleiner Bruch diagnostiziert. So. Der fühlt sich in der grünen Suppe wohl, oder was? Na komm, ja. Ein bisschen radioaktiv, ne? Ja gut. Da würde ich auch sagen, dass ihr die Folge wieder beendet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Abo da. Ciao. Glaubst du echt, da kommt jetzt noch was? Ich meine, wer so dämlich ist, sich auf so einen Quatsch einzulassen, der hat doch nicht besser verdient.